So, meine Damen und Herren, es war äußerst beliebt und deswegen gibt es heute schon wieder ein kleines Battle. Es ist allerdings kein Battle zwischen zwei Systemen, aber schon mehr wieder zwischen zwei Grundprinzipien und Grundsätzen. Das erste Video, da ging es um konkrete Systeme, die aber auch Grundsätze vertreten, nämlich Heavy Duty versus German Volume. Und hauptsächlich habe ich natürlich über die Grundsätze, die da aufeinander gekracht sind, gesprochen, aber auch über die Systeme und die Ausführung. Heute geht es wieder um zwei Grundhaltungen, noch nicht einmal Grundsätze, Grundhaltungen im Training, die ihr im Fitnessstudio finden werdet bei all den Leuten, die dort trainieren. Das eine ist Gewicht um jeden Preis. Und um jeden Preis, worauf geht das meistens? Ja, das geht zulasten der Range of Motion und der korrekten Technik. Dazu kommen wir dann später noch inhaltlich, aber ja. Umgangssprachlich gesagt, schwer und falsch trainieren. Das falsch bitte in Anführungsstrichen setzen. Und das andere ist eben das korrekte Training mit meistens weniger Gewicht, mehr Wiederholungen, die man oftmals dadurch macht, aber vor allem eben korrekte, saubere Wiederholungen. Und wenn die nicht mehr sauber gehen, dann lässt man es. Und damit steigen wir auch schon direkt ein. Sehr viele, auch von euch, die immer wieder die Kommentare drunter setzen, schreiben, dass man vor allem korrekt trainieren soll. Das ist das Allerwichtigste. Und damit meinen sie in den meisten Fällen eine komplette Range of Motion. Wer die nicht kann, dann sollte er auch nicht mit Teilwiederholungen und so weiter nachhelfen. Oft wird da vergessen, dass gerade das Intensitätstechniken sind, die es noch intensiver machen und die sogar fortgeschritten sind. Wenn man nur Teilwiederholungen macht oder wenn man sowieso nur einen Teil des Radius benutzt, dann kann es auch schwerer werden. Da sollte nicht das Irrtum sein mit, man kann es nicht anders bewegen, sondern es ist oftmals auch wesentlich schwieriger. Oftmals. Aber die große Frage, die sich dann immer stellt, ist eigentlich eine komplette Range of Motion wirklich besser für den Muskelaufbau? Grundsätzlich heißt es nicht, wenn man viel Gewicht benutzt, dass automatisch die Range of Motion niedriger sein muss. Aber um das Gewicht zu bewältigen, kommt es oft vor, dass wir nicht in den Peak einer bestimmten Bewegung reinkommen, also wirklich diese komplett ausfüllen können, aber den Großteil der Strecke trotzdem noch damit hinbekommen. Und jetzt ist die große Frage, ist das denn auch A, falsch und was ist falsch und B, nicht effektiv? Kommen wir erstmal zu falsch. Was ist überhaupt falsch trainieren und deswegen das falsch in Anführungsstrichen? Dazu kann es gerne mein eigenes Video geben. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr ein Video zu dem Thema falsch trainieren haben möchtet. Grundsätzlich sehe ich aber immer wieder, dass falsch trainieren falsch verstanden wird und viele mit diesem Begriff um sich werfen, gerade auch wieder seit Fitness-YouTube, weil da hat ja jeder eine Erklärung, wie eine bestimmte Technik funktioniert. Und wer die dann nicht so ausführt, der muss ja falsch trainieren. Dabei ist es oft richtiger im Sinne von fortgeschritten und hochintensiv, wenn man sie eben nicht ganz korrekt ausführt. Tatsächlich, wenn man es wirklich wortwörtlich nimmt, dann ist ein falsches Training eigentlich nur ein gesundheitsschädliches Training oder ein Training, das an dem vorbeigeht, was man damit eigentlich abzielt, worauf man abzielt. Beispiel, ich will die Brust trainieren, trainiere aber die Waden. Dann wäre das ein falsches Brusttraining, wenn ich die Waden trainiere und gar nicht trainieren will. Und genauso, wenn man mal nicht das so extrem nimmt, wenn ich in einer Übung eigentlich mehr alle anderen Muskeln benutze als mein Zielmuskel, dann ist das sicherlich falsch dafür. Beispiel, ich mache eine Ruderübung für den Rücken, aber ich würde das nur hier machen. Meine Schultern würden nie zurückgehen. Damit würde fast alles nur auf den Bizeps gehen. Mein Rücken müsste nur rudimentär so ein bisschen statisch etwas halten. Dann wäre das tatsächlich für den Rücken falsch. Ist die Übung an sich falsch? Nein, weil sie ist richtig für den Bizeps vielleicht. Und sie tut ja etwas. Dann kann ich natürlich Übungen so ungesund machen, dass sie deswegen falsch sind. Ja. Aber das ist tatsächlich nur ein sehr kleiner Teil. Die meisten Übungen erfüllen ja irgendeinen Zweck. Und da geht es dann nur noch um die Effizienz. Wie effizient trainieren Sie diesen Muskel, den ich damit trainieren möchte? So zum Beispiel ist es eine sehr komplexe Übung, wenn ich Stoßen oder Reißen mache. Ich hebe eine Hantelstange hoch erstmal und dann drücke ich sie anschließend über meinen Kopf. Da sind aber so viele Bewegungsmuster drin und so viele verschiedene Bewegungen, die verschiedene Muskeln aktivieren auch,
dass die nicht immer alle gleich verteilt sind von der Kraft. Das heißt, es kann sein, dass man hier das Rudern wesentlich besser schafft als dann diesen Übergang oder das Hochdrücken. Es sind alles verschiedene Muskeln, die dafür benutzt werden. Und da kann man nicht immer optimal das gleiche Gewicht für benutzen. Das heißt, eigentlich müsste ich diese Bewegung zerlegen in drei Einzelbewegungen und hätte ein bestimmtes Gewicht, wo ich hier dann mit einem optimalen Wiederholungsbereich ausführe, hier unten und vielleicht, um diesen Übergang zu schaffen. Aber dann kann ich es wesentlich effizienter gestalten. Und so gibt es auch einige, die eine kleinere Range of Motion benutzen, dazu gehöre auch ich, weil sie einfach viel mehr dadurch in den Muskel bleiben. Beispiel wäre beim Bankdrücken. Ich habe schon sehr früh rausgefunden, dass ich viel intensiver die Brust belaste, wenn ich meine Arme nicht ganz durchstrecke und durch das Durchstrecken, wo der Trizeps vor allem mitbeteiligt ist, es schaffe, eine Entlastung in den Brustmuskel reinzubekommen. Weil dieses Durchschnacken hier bringt gar nicht so viel für die Brust. Das meiste spielt sich hier ab und das spürt ihr auch. Wo könnt ihr die Hantelstange am längsten halten, wenn ihr Bankdrücken macht? Da, oben. Da machen die Leute auch ihre Pause. Atmen noch mal ein paar Mal durch. Wenn das der schwere Teil wäre, dann würden sie da nicht durchatmen. Habt ihr schon mal erlebt, dass hier unten jemand wartet oder auf halber Höhe? Okay, noch einen. Nee, macht keiner, weil das ist der schwere Teil. Und wenn sich Bodybuilder jetzt vor allem bei diesem schweren Teil aufhalten, ist das falsch? Nein, es ist viel intensiver. Falsch wäre dementsprechend eher das, wenn du die ganze Range of Motion benutzt. Darüber hinaus gibt es auch keine Beweise dafür und auch keine Studien, die wirklich zeigen, dass eine große Range of Motion in jedem Muskel und bei jeder Übung definitiv besser ist, ebenfalls für fortgeschrittene bis weit fortgeschrittene Bodybuilder. Das muss man natürlich erstmal lernen. Und damit kommen wir zu einem anderen Prinzip und stellen jetzt mal die beiden Sachen gegenüber. Grundsätzlich viel Gewicht zu benutzen, das heißt meistens in einem Wiederholungsbereich von 5 bis 10 oder nicht so viel Gewicht benutzen, manchmal benutzen sie auch das gleiche Gewicht, aber eben hauptsächlich erstmal die Range of Motion komplett ausreizen und dann das Gewicht danach steigern. Wenn man diese beiden Trainingspläne gegenüberstellt, dann gibt es hier keine klaren Favoriten. Aber die meisten glauben eben immer, es ist ganz klar besser, wenn man die Full Range of Motion trainiert. Und das ist einfach nicht so. Heißt aber auch nicht, dass es schlechter sein muss. Welche Vor- und Nachteile gibt es? Von dem hohen Gewicht, wenn man viel nach Gewicht geht, gibt es oftmals den Vorteil, dass die Muskulatur schon fast zum Wachsen gezwungen wird. Gerade bei Naturalathleten geht sehr viel über die Kraft. Das heißt, wenn wir nicht gerade begnadet sind von Natur aus, dass der Körper einfach Muskeln aufbaut, sobald wir in den Widerstandstraining reingehen, nicht mal bis zum Ende gehen müssen, nicht mal bis zum Muskelversagen gehen müssen, super, dann sind wir gesegnet. Die meisten sind es aber nicht. Die müssen es sich hart verdienen. Und der Körper muss, simpel gesagt, lernen, und den Reiz überhaupt bekommen, die Idee bekommen, du musst wachsen. Wieso sollte zur Hölle der Körper wachsen, wenn wir doch das Gewicht bewältigen können? Das heißt, wenn wir eine Full Range of Motion zum Beispiel machen, komplett für den Bizeps, und dann es nicht mehr schaffen und aufhören, wieso sollte der Körper jetzt denken, ich muss unbedingt mehr Muskulatur haben? Vor allem, wenn wir nicht bis zum Ende gegangen sind. Angenommen, wir könnten 11 Wiederholungen machen, machen aber nur 10. Dann weiß doch der Körper eins. Hey, ich habe genug Muskulatur, ich konnte es ja bewältigen. Ich brauche doch nichts dazu. Braucht man auch nicht. Aber wenn ihr nur noch eine Teilwiederholung macht, ihr merkt, ihr kommt nicht mehr ganz hoch, dann denkt der Körper, Mist, ich brauche ja mehr Muskulatur, um das zu schaffen. Und wächst eher. Das ist natürlich sehr salopp ausgedrückt, aber das ist eines der Leitprinzipien davon, warum man auch mehr Gewicht benutzt. Außerdem weiß man auch nicht, wenn man richtig viel Gewicht benutzt und selbst wenn es nur statisch hat, angenommen ihr nehmt wahnsinnig viel Gewicht für den Rücken, kriegt aber einfach nur eine ganz kleine Bewegung hin. Trotzdem wird das eure Tiefenmuskulatur so sehr erschüttern, das merkt man immer dann, wenn man am nächsten Tag unglaublichen Muskelkater hat. Ja, das ist kein Beweis dafür, dass der Muskel besser wächst, aber es ist ein Indiz immer noch dafür, dass man auf jeden Fall was getan hat. Und ja, ich kriege einen viel tieferen, härteren Muskelkater, wenn ich viel Gewicht bewegt habe. Und das war schon immer so. Wenn ich bei einem Umzug geholfen habe, dann ging das nicht über viele Wiederholungen. Da musste ich vielleicht mal irgendwo einen wahnsinnig schweren Schrank, einen Kühlschrank, sonst was halten. Und selbst wenn es nur halten ist, null Range of Motion, hat dadurch meine Muskulatur einiges abbekommen. Und all das sind Prinzipien,
die dafür sprechen, dass auch ein hohes Gewicht mit einer relativ kleinen Range of Motion etwas bringen kann und vielleicht sogar mehr bringt. Jetzt kommen wir aber mal definitiv zu den Vorteilen, wenn ich die ganze Range of Motion mache, sehr kontrolliert trainiere und da einfach nicht so sehr aufs Gewicht gehe. Die Gewichte also etwas niedriger halte, damit ich das bewältigen kann. Meistens gibt das ein viel besseres Muskelgefühl. Gerade wenn ich über die ganze Range of Motion gebe, kriege ich einen besseren Pump. Und auch spüre ich den Muskel viel mehr. Viele verwechseln das und denken, dadurch wächst er auch mehr. Aber das ist genauso eine Verwechslung wie durch Muskelkater wächst der Muskel mehr. Nein, das ist kein Beweis dafür, dass der Muskel mehr wächst, nur weil ich ihn besser spüre. Wenn ich zum Beispiel Liegestütz mache, habe ich den grandiosesten, besten Pump. Besser als beim Bankdrücken. Aber meine Brust wächst nicht davon. Und ja, auch erwiesen wächst sie nicht davon, wenn ich einfach immer nur meine Liegestütze mache. Davon hat noch keiner eine monströse Brust bekommen. Höchstens eine durchtrainierte. Und natürlich der große Vorteil, ihr lernt die Technik und euren Muskel viel besser kennen. Ja, ihr wisst erstmal, was überhaupt die ganze Range of Motion ist. Wenn ihr das nie ausgetestet habt, nie wirklich in die beiden Spitzen reingegangen seid, dann wisst ihr das gar nicht. Das heißt, ihr habt viel weniger Experimentierfreiraum später. Und das bringt uns vor allem zu einer ganz entscheidenden Konklusion, also dem Ergebnis. Und zwar, wenn ihr gerade Trainingsbeginner seid, und das seid ihr in den ersten Monaten bis Jahren, dann trainiert sicherlich eher die ganze Range of Motion und lernt das kennen. Man fängt nicht mit dem anderen an. Denn, und jetzt kommt es, wenn ihr eine kleinere Range of Motion nehmt, dann müsst ihr euren Körper bereits kennen. Ihr müsst reinfühlen können. Das, was ich euch gerade gesagt habe, ist etwas, was ich rausfinden musste. Das könnt ihr nicht rausfinden von Anfang an, das wisst ihr nicht. Also müsst ihr euch da rantasten. Und das könnt ihr nur, wenn ihr erstmal alles, den ganzen Weg, die ganze Strecke gegangen seid und dann wisst ihr, welcher Teil davon der beste ist für euren Muskel. Außerdem könnt ihr das Gewicht auch viel besser kontrollieren, denn das ist eine Technik, das muss man lernen. Ihr wollt es nicht reißen. Und auch das ist wichtig. Also trainiert gerne erstmal die ersten 1, 2, vielleicht sogar 3 Jahre mit der kompletten Range of Motion. Lernt die Übung. Und dann könnt ihr langsam anfangen, das Gewicht zu steigern und ja, die Range of Motion zu verkürzen. Und dann ist es meistens sogar besser. Ja, ich würde definitiv irgendwann umsteigen und definitiv mehr auf Gewicht gehen. Und jeder große Bodybuilder hat das irgendwann mal gemacht. Der hat die Gewichte gesteigert und sich den Muskel damit hart verdient. Keiner hat es geschafft, mit einem Pump-Training oder nur mit einem korrekten Training meistens richtig, richtig groß zu werden. Das seht ihr bei den Größten von allen und da in der absoluten Mehrzahl. Und ja, dann switcht man. Aber dann habt ihr das Muskelgefühl, ihr habt auch die Muskelmasse und ihr habt die Erfahrung. Und dann bringt das was. So viel zur Gegenüberstellung. Jetzt könnt ihr in den Kommentaren euch auslassen. Meckert, gebt mir Zustimmung oder stellt Fragen. Ich werde sie gerne beantworten und noch weitere Videos dazu machen. Ansonsten schaut euch mal die anderen Videos auf dem Kanal an. Da gibt es noch eine ganze Menge interessanter Themen. Ich werde jetzt zum Training übergehen. Wenn ihr das toll fandet, bitte vergesst den Daumen nicht. Und natürlich abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Schaut mal bei Protein Arena vorbei. Da könnt ihr auch noch einiges sparen mit dem Code GOTTI15. Ich bin jetzt raus und werde ein bisschen Gewicht reißen. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.